Ja, ganz herzlichen Dank. Auch von meiner Seite an TIFF selbstverständlich, aber euch alle, an euch alle, denn ich lebe von euch. Also es ist ziemlich direkt vampirisch, was ich da mache. Ja, und wenn viel Energie da ist, und vor allem, wenn sich die Energie irgendwie deckt mit dem, was bei mir im Herz mitschwingt, dann ist es auch für mich einfach ein Höhenflug. So. Es ist ein Flow und das gefällt mir total und ich bin abends völlig energetisiert und gleichzeitig flach. So. Und was ich jetzt mache, das konnte ich ja offensichtlicherweise nicht vorbereiten, weil es eure Inhalte sind. Und ich einfach als eine Art Resonanzraum mit Gefühlen und eigenen Gedanken darauf reagiere. Ich bin definitiv nicht objektiv. Ich habe das auch als Disclaimer hier noch erwähnt. Ja, es ist meine Reaktion, meine Haltung. Und wenn ich irgendwo was spüre, wo ich wütend werde oder sage ganz laut oder auch nur innerlich ja, dann hat es mehr Chancen, da drauf zu landen, als die Dinge, von denen ich denke, ja, 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 was war es schon wieder? Ja, ich nehme euch mit, noch eine kurze Führung. Vielleicht wäre es sogar besser gewesen in dieser Größenordnung, wir hätten uns bewegt. Aber jetzt habe ich es schon gemacht, die kleine Digitalisierung, deshalb bleiben wir sitzen. Ja, Tag 1. Und weil es so klein ist, wie viele Folien, erstaunlicherweise immer noch, zoome ich einfach rein. Ja, also so mehr als 6-7 Zeilen finde ich immer extrem anstrengend. Und da muss ich es dann auch nicht unbedingt so machen. Übrigens, diese digitalisierten Versionen der Riesenpapiere sende ich auch hochauflösend an TIFF als PDF und JPEG und ihr könnt die gern auch weiter versenden, allen, die da waren. Insofern selbstverständlich könnt ihr fotografieren und filmen, aber von mir aus könnt ihr auch alles nachher haben und weiterlesen, verwenden, schauen. Ja, das war der Anfang. Und ich fand es schon schön, mich gleich wieder zu erkennen. Ja? Oh, aha. Ich scheitern da. Und ja, ich merke es auch, das kam immer wieder, dieses toxische Selbstbild. In dem Sinn sogar am Schluss wieder, ja, ich bin ja ein bisschen auf der rechten Seite. Ich bin so ein bisschen reflektiert. Die sind doch besser, oder? Das hat mich voll erwischt am Anfang und eben dann am Schluss wieder. Deshalb nehme ich da von der Einführung das raus. Das war für mich wirklich so ein Autsch. Beim nächsten fand ich das schön, so dieser Spagat oder Stretch. Soll ich jetzt für ein Anliegen kämpfen, um nicht auszufransen, mich total zu verlieren? Oder soll ich so holistisch immer das Ganze im Blick haben? Und wir haben das ja beim jetzt der vorletzten Vortrag gerade auch nochmals gespürt, ja, wohl die Frage kam, ja, soll ich nicht mal auf die Straße? Und wofür denn? Für alles? Oder für etwas? Für die Tauben? Oder wofür denn? Und da mal zu sagen, okay, ich halte das einfach mal aus, dass es noch keine Antwort drauf gibt, das finde ich schwer auszuhalten. Aber da hat bei mir was auch mitgeschwungen im Sinn von, ja, ich glaube, irgendwo muss es da durch. Wir müssen das aushalten, um rauszufinden, was zieht. So. Da habe ich mich auch voll ertappt gefühlt, so beim Begriff Neokolonialismus. Und zwar so ein Freund von mir, so aus der präverbalen Phase, also wir kennen uns seit vor Kindergarten, der hat auch so einen Biobetrieb, einen großen. Hofnarr war mit mir auch schon mal bei ihm, aber wir haben es noch nicht geschafft, dass er findet, er stellt um, leider. Und da hat damals mir aber noch nicht so bewusst, er hat zum Beispiel auch, und er sagt es sogar, er betreibt das auch, so das Kolonialistische, weil die Bio-Rüebli, die werden ja auch gejätet. Von wem nochmals? Es sind noch nicht nur die bösen Schlachthöfe, sondern die Bio-Rüebli werden von zwei großen Autocars voll Polen gejätet.
und Polinnen. Ja? Also auch da also diese Ambivalenzen, Ambiguitäten aushalten und bis wir zu einem Weg kommen und sagen können, Moment, ich glaube, hier geht es lang, aber ich weiß es nicht, aber ich glaube, hier könnte es lang gehen. Das fand ich total schön. Also schön, auch so mit Anführungszeichen. Ja, den. Ja, das war so schön, weil er kam nachher zu mir und hat so gesagt, ja, das ist ja mein Gedanke, mein Bild. Und plötzlich ist es da. Bei mir war es weniger das Bild, weil das kam automatisch dadurch, wie du erzählt hast. Aber so dieses Bewusstsein für, was die Sprache macht. Ich kenne das schon bei anderen Themen, wie so bei Themen zu Geschlecht oder so. Das ist mir schon bewusster, aber das krasse Versachlichen, Entfremden durch die Jäger und Jägerinnen, gibt es nicht so viele, glaube ich, aber auch Sprache, das fand ich schon krass, das Stück. Schweiß, ja, Schweiß wäre noch was Schönes, aber wenn Schweiß Blut ist, ist es schon schräg. Erlegen, aufbrechen, das klingt so, ja, brechen wir auf, zusammen das Tier. Was die Sprache macht, da denke ich, lasst uns noch mehr neue Wörter erfinden. Für die Themen, wo wir hinwollen, das fand ich schöne Sache bei der Vision. Wir kleben die mal vorne hin und gehen da zurück. Und welche Wörter braucht die Vision? Sind vielleicht auch neue Wörter oder Wörter, die etwas, das schon da ist, anders beschreiben? Wie bei der Milchkampagne auch. Das ist etwas, was schon da ist, aber wir beschreiben es anders und schwupps, macht es was mit dem Hirn. Ganz direkt bei Timo finde ich, ja, genau. Also direkt, da geht es nicht, oder? Wups, es macht was mit mir. Und dann, da komme ich später drauf, ja, und jetzt? Was mache ich damit? Ich finde den Zusammenhang von diesen beiden Zitaten so lustig, oder? Man sieht all die Bagger und fragt sich, aber wer nochmal ist hier Täter oder Täterin? Die sind nicht da. Nur ganz viele Bagger. Ja, und das ist ja offenbar auch irgendwo festgehalten, dieses Rebhuhn darf nicht gestört werden. Ja, aber es ist halt nicht so groß wie der Bagger. Nicht so schwer, hat nicht so viel Geld. Und das kam auch am Schluss wieder bei der juristischen Frage, oder? Aha, alles ist offenbar abwägbar. Oder ganz, ganz viel ist abwägbar. Das fand ich schon extrem schmerzhaft auf der einen Seite. Und muss es dann, um es mir irgendwie erträglich zu machen, auch sagen, ja, das ist aber auch eine Chance, oder? Hoffentlich. Glaub. Ja. Das ist ein Riesending für mich, was ich war echt herausgefordert beim Thema, ja, was geht überhaupt noch? Was darf ich noch zeichnen, ohne dass ich beleidige? Wenn ich überzeichne, wenn ich Tiere zeichne, zum Beispiel, was geht dann noch? Was geht, wenn ich sage, das sind wir? Und da muss ich auch ein bisschen selber vom Podest runterklettern, um mich mit dem zu identifizieren oder mit der oder so. Aber ich glaube, das hilft total, wenn ich nicht mehr ein klares Bild habe von, das ist der Stempel oder das, quasi die Form, die Passform, wo ich reinpasse, sondern es ist irgend so ein wuseliges Ding. So. Ja, es ist unscharf. Und ich beginne mich zu identifizieren mit Dingen, die sich am Anfang noch wie Anhängsel anfühlen. Leute, Lebewesen, vielleicht auch Dinge, die anfangs nur so Anhängsel sind, werden ein Teil von mir, wenn ich die Unschärfe zulasse. So. Ja, das war nicht einfach so schön pragmatisch bei diesem Vortrag, so, ja, was wir ganz oft machen, papp, jetzt wissen wir, und es kam sogar auch beim juristischen Vortrag wieder so das Ding von
haben wir auch hier wieder das Gefühl, wir wüssten, was gut ist für den Hund und stülpen unsere Philosophie auf das Wesen. Ja, wie kriegen wir das da raus? Ich weiß es auch nicht, aber das fände ich total spannend, noch mehr herauszufinden. Ja, wenn die Tiere im Parlament sitzen, wie fragen wir das genau ab? Um nicht in das ExpertInnen-Falle zu rutschen, wie bleibt das irgendwie nah und spürbar und eben auch nicht so weggesperrt wie bei der Landwirtschaft ja auch? Wie bleibt es so oder wird es so, dass wir alle ganz nah sind daran und eine Ahnung haben, was das Tier will, wünscht, was ihm gut tut? Dass es eben nicht ein ExpertInnen-Gremium ist, das das entscheidet, sondern bis bei den Schulen kam es ja auch, dass wir alle quasi Tierethikunterricht auf dem Lebenshof haben und deshalb eine Idee haben davon, was das sein könnte. Ja, das wusste ich nicht. Ich war ein bisschen beschämt, muss ich sagen. Ja, es war mir echt, es ist an mir vorbeigerutscht. Ich lese auch nicht mehr alles, was in meine Mailbox flattert. Ich kenne das Great Day Project, ich habe das die Primateninitiative schon mitgekriegt, aber was das für ein Riesending ist, dass dieser Entscheid durchgeht, das war mir echt noch überhaupt nicht bewusst, vielleicht euch allen schon, dann gestehe ich eben mir nicht. Ja. Total cool, oder? Ja, Tag 1 vorbei, es war Abend, es wurde Morgen. Auch wieder ganz viel, deshalb schwupps, gleich weiter. Ja, das war eben das, oder? Das trifft ja mich als Pinsel direkt. Was soll ich da machen? Wie oft habe ich Tiere als Metapher verwendet in einer eben nicht singularisierten Version, sondern total pauschal? Ja, die dumme Gans. Irgend sowas, oder? Also all diese die Dinge aus den Märchen auch, aus den Fabeln. Wie oft habe ich genau das verwendet, um einer Stimmung, einem Gefühl, einer Idee, einem Satz, einer Referentin Ausdruck zu verleihen? Ja, ganz oft. Und das fand ich extrem schön. Die sind jetzt leider da unten abgeschnitten. Aber sogar eine Handhabe zu kriegen, was mache ich denn jetzt, wenn mich das so trifft? Ja, was geht da noch? Geht das? Darf ich einen Teddybär haben oder wie soll ich das machen? Eben vielleicht statt Teddybär Lebenshof, warum nicht? Aber die Tipps waren total gut. Ich arbeite viel stärker mit einer Story eines Individuums, eines einzelnen Tieres. Und deshalb auch das hier. Es geht nicht um Opfer, 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 sondern ich spüre die Kraft, ich spüre die Persönlichkeit auch im Widerstand. Also die Widerständigkeit zum Thema zu machen, das fand ich extrem erleichternd auch. Ah, ich habe einen Weg. Ich habe einen Weg, damit umzugehen, eben auch mit Bildern, gerade bei der Ausstellung auch, zu spüren, aha, es ist nicht nur immer Opfer. Das hat mich total berührt. Ich spüre Leben, ich spüre Lebenswille, ich spüre Persönlichkeit. So. Ja, das war für mich eben von wegen, ich freue mich jeden Tag auf Aha-Erlebnisse. Das war für mich ein riesen Aha-Erlebnis. Ja, da kann es auch für mich lang gehen, in das noch viel individuellere und viel stärker auf Kraft, auf Widerstandsfähigkeit, auf Lebenswille, so das zum Thema zu machen, auch in den Bildern. Von wegen Wörtern und Bilder fand ich es einfach auch spektakulär, dass das gleich nebendran war oder neben der Singularität, Widerständigkeit, Intersektionalität. Und wie gehe ich mit Bildern um? Und dann heißt der krasse Schaden an der Wirbelsäule heißt Schmetterlingswirbel. Ja, denke ich auch so, vielleicht wie bei den Jägerinnen, oder? So, wow, das muss mehr wehtun, auch das Wort irgendwie. Das sind so schön, die Schmetterlingswirbel. Und beim Hof nah fand ich es einfach, das ist genau das, was ich auch schon das letzte Mal, als ich sie erlebt hatte, gespürt habe.
Es ist alles andere als Transfrustration, sondern hey, wir haben eine Idee und wir erzählen schon vom schönen neuen Bild. Eben auch so, was kommt. Die Bäuerinnen und Bauern sind die, die das machen. Wenn ich noch was nicht kenne, schaue ich es mir an. Und eben nicht diese blöden Kartoffelsprüche. Ja? Das finde ich gut, da wollen wir hin. Und ich glaube, auch damit können sich ganz viele identifizieren, wenn sie das hören. Sie wissen nur noch nicht, dass sie das sind. Aber wenn sie es mal hören, wenn sie die Geschichte, das Bild, die Wörter mal haben, dann denken sie, ja, ich will auch so sein. Das ist der Rufmord da unten. Was da schön war, fand ich so das ganz Handfeste. Wenn du das willst, mach das, das, das. Bereite dich so und so und so vor. Sag kein Kommentar. Ja, so, ich habe es so erlebt, mach das. Ja, und jetzt mach das oder mach es nicht, aber es ist so handfest, dass du nicht sagen kannst, ja, puh, das ist so eine abstrakte Philosophie, ich weiß nicht. Da muss ich dann mit meinem Kindergartenfreund noch reden, ja. Das muss ich noch genauer verstehen, aber ich hatte leider noch keine Zeit, um das genau zu verstehen. Weshalb das so ist, irgendwie habe ich schon eine Ahnung. Aber das ist eher die Aufforderung, wenn es jemand gerade so in einem Satz sagen kann, dann... Okay. Ich forsche nach. Danke. Gut, ja. Verbände beschweren sich lautstark, aber das Schöne auch hier, finde ich so, Glück ist das neue Ding. Ja, nicht so, dass wir schützen es und das ist nicht mehr so schlimm, sondern wir öffnen da, wo wir ja selbst auch hinwollen. Wir wollen Glück. Weshalb sollen die das nicht haben? Und mal einfach diese Perspektive zuerst setzen, daneben kommt schon die Frage, ja, wie finden wir das raus, dieses Glück? Ja. Aber ich finde, fand das total schön zu sagen, hey, da geht's hin. Eben. Und das fühlt sich automatisch, glaube ich, eben viel inklusiver an. Auch. Bei diesem Vortrag da fand ich echt witzig, weil die Wörter waren schon, das sind die kurzen, ja. Aber ich finde das super, das ist so wie bei den Themen so Gendern, da finde ich, lasst uns neue Kreationen machen, die so hölzern sind, wie es irgendwie geht, bis wir die Geschmeidigen erfunden oder gefunden haben, damit wir immer wieder darüber stolpern und merken, ja stimmt, das ist noch ungelöst. So. Deshalb fand ich das auch gut so. Ja, das muss ich mir einfach auch ab und zu wieder sagen, oder? Ja, genau. Es wäre schon frustrierend, wenn gar nichts passiert. Zum Glück gibt es Leute, die wütend werden. Zum Glück gibt es Leute, die dagegen halten. Ja, weil ich merke dann auch, wo stehe ich? Von wegen, eben auch beim Thema Tierrechte in der Schweiz. Es geht darum, jetzt in dieser Phase Stärke aufzubauen und zu spüren, wo sind wir? Da brauche ich den Widerstand ein Stück weit, auch um zu sehen, da bin ich schon stark. Gibt es da schon worauf ich ein bisschen stolz sein kann und sagen kann, darauf baue ich auf. Ja. Und da, ich meine, ich kenne das schon ewig, diese Geschichte, diesen Film. Und ich wusste auch immer, zu welchen ich gehöre. Ja? Ihr aber vermutlich auch. Welches Tier seid ihr da von denen? Und das war für mich echt mal die Einladung zu sagen, okay, wenn es jetzt mal so wäre, dass ich Napoleon wäre, was dann? Könnte es sein? Das kam nämlich mehrfach auch wieder so und das hat mich echt so erwischt, zu sagen, vielleicht, wenn ich eben nicht so der Reflektierte bin und der Bessere, könnte es ja sein, dass ich in einem Fall, an einem Ort, wo ich blind bin, genau der bin, der Napoleon.
aus Animal Farm. Ja, das finde ich dann frustrierend. Das fand ich auch beim letzten juristischen Vortrag wieder frustrierend zu hören. Ja, vieles ist da und dann sitzt da irgendein Penner und es versandert, verspinnt, verstaubt. Kann es sein? Können wir da lauter sein? Was können wir da machen, damit das nicht passiert? Und ja, ihr seht es da auch schon an der an der krass verpixelten Version. Ich habe es noch ganz, ganz selten erlebt beim Arbeiten, dass ich es unendlich schade fand, dass mir das Papier ausging. Aber das war gestern so cool zu merken, ich würde noch gern so viel draufpappen. Es kam noch mit so viel Energie, mit so viel Wille, mit so viel Engagement, dass mich mitgerissen hat und ich brachte es einfach nicht mehr rein. Ein bisschen was, ja, exportiert, eigentlich schon schräg, total schräg, was, 2 Wochen auf dem Schiff, ja, fertig, leider. Das auch so zu meinen Begrenzungen, Limitierungen und genau eben so dann das Thema, wer entscheidet das? Und ich habe dann auch gemerkt, ja, bei meinen Kindern, ich habe das auch schon vorgesetzt, vorgegeben, ganz viel von dem, unbewusst, obwohl ich das so machen wollte, dass sie ganz viel selbst herausfinden, dass sie mich zwar spüren in meiner Haltung, aber dass sie selbst das Erleben herausfinden und gemerkt, ja, da war ich meilenweit davon weg, dass sie eben diesen Unterschied, diese Schubladen, diese Kategorien gar nicht haben. Wir waren schlicht einfach nicht da, wo die linke Seite lebt. Ja, wo sollen sie dann das Gefühl herkriegen, dass es diese Schublade nicht gäbe? Sie haben sie automatisch schon erlebt, weil sie nur die rechte Seite kennen. So. Das ist auch was mich erwischt hat. Und wir sind heute wieder erwacht. Und da fand ich es total cool zu sehen, das Lieblingsspielzeug meines Hundes. Wenn ich das ernst nehme, indem ich sage, okay, du bist ein Lebewesen und ich bin ein Lebewesen, wir haben unterschiedliche Bedürfnisse, wir verstehen einander nicht ganz genau, aber ich lasse mal was durch. Ja, das geht ganz schnell dahin, wo ich mich vielleicht dann schäme. Und das ist ja schon ein fieses Gefühl, oder? So Scham in der Öffentlichkeit. Und ich glaube, das ist noch so das Harmlose, was dann passieren könnte, oder mit diesem Säckli ein bisschen rascheln. Aber wenn ich dahin komme, dass wir einander versuchen zuzuhören, zuzuschauen und ernst nehmen, was als Bedürfnis kommt, ich glaube, da passiert ganz viel, wo wir quasi zu allerunterst erwischt werden. Da, wo wir uns schämen, plötzlich, für etwas, was noch ganz tief in uns drin sitzt. Und ich finde das super. Weil ich glaube, das ist genau das, was auch Aha-Erlebnisse schafft, wo wir morgen die Welt mit anderen Augen sehen, wenn wir uns erwischt fühlen. Ja, das ist ja auch ein bisschen eben genau das, oder? Ich merke, ich gehöre schon ganz oft zu denen, die das Gefühl haben, ja, ich bin ein bisschen weiter als du bin ich schon. Ja. Und das Referat da hat genau das so wupp, kurz weggewischt. Das Gefühl nicht, leider, das geht nicht so schnell. Aber mal zu merken, aha, das ist da. Ich gehöre eben auch zu den Napoleons zum Beispiel. Ja, die unstabilen Messgeräte. Das fand ich einfach ein schönes Wort auch. Das geht für mich auch in die Richtung von der Milchinitiative mit dem Funken, der umgedeutet wird. Also wenn man schon beim Wort spürt, also nein, ich bin zwar für die Versuche, aber also Geräte würde ich schon nicht sagen. Das fand ich schön. Einfach als wie sachter Beginn
von einem, hey, du weißt schon, wo es lang gehen könnte, du hast schon ein Gewissen. Und wenn du spürst, da passiert was bei Gerät und Tier oder bei Stück und Tier, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und dann kam Leichtigkeit. Das habe ich so gar noch nie gehört und finde, ja super, das muss ich ganz oft machen. Ich stehe da und es ist ein Riesending und es ist total komplex und kompliziert und es überfordert mich. Ja, ich tue mal so, als wäre es schon vorbei. So. Und dann, wo sind wir dann? Was sehe ich dann? Und dann, das kann ich beschreiben, das kann ich teilen. Die Überforderung kann ich auch teilen, aber ich kriege nicht so viele Fans. Aber das andere, das kann ich teilen. Und da kommen ganz viele Leute mit, glaube ich. Und deshalb war das für mich so ein Ding, ja, das will ich noch viel mehr auch machen. Ich springe einfach drüber und erzähl mal, wie es da aussieht. Das Kleinste da finde ich super. Schon fast Level 2. Ja, das schaffen wir, das erleben wir sicher noch alle, ja? Ja. Und ja, ich gehöre echt zu den krassen Optimistinnen, was ich alles noch erleben werde, völlig an der Realität vorbei. Vielleicht, ist mir bewusst. Ich mache es auch mit der Barriere vorhin. Ja, ja. Ich bin schon da ein bisschen, um herauszufinden. Und das hat er auch ein bisschen so erzählt. Ich beginne da. Ich erzähle von dem, wo wir landen werden und buchstabiere von da zurück. Und das macht total Lust, eben Level 2, auf Level 2. Weil ich weiß schon, was kommt. Das fand ich super. Ihr seht, die Farben gehen aus, weil ich musste ja auch irgendwann da was da drauf tun. Das macht mir total Mut, das Jung. Weil das heißt ja auch, es ist noch ganz vieles unverdorben quasi. Es ist nicht schon irgendwie festgekarrt. Es ist irgendwie gestaltbar. So hoffe ich doch. Widersprichst du? Nein. Und das einfach noch so als Ding von, wow, ja. Und nochmals erwischt. So beim letzten, wo ich gedacht habe, ja, ein paar Tauben. Ah, genau. Genau diese Haltung hat mich nochmals erwischt. So, ja, ein paar Tauben. Und weshalb sage ich das so? Weshalb in diesem Tonfall? Ich weiß nicht, ob jemand von euch auch ein bisschen sowas realisiert hat. Vielleicht auch nur schon beim Titel im Programm. Ja, dann sind da noch die Tauben. Weshalb so? Weshalb ist nicht die Taube da auf dem Sitz im Nationalrat? Das ist auch noch so, für mich so, am ganz Schluss noch, ups, schon wieder erwischt. Wie schön. Wie danke. Ja, euch allen, die so viel Aha-Erlebnisse ermöglicht, ermöglicht habt, uns allen, mir ganz besonders. Also ich bin rappelvoll mit Eindrücken, mit Dankbarkeit, mit Ideen. Ja, und fand es wirklich extrem schön. Und das nehme ich einfach am Schluss noch, weil ich glaube, der Weg dadurch führt. Oder einfach für mich führt er dadurch. Das hat mich sowas von umgehauen. Ja, man merkt, mach mir so Zeug. War total schön. Danke fürs Energie liefern, fürs Mitdenken, fürs Feiern, fürs Wütendsein. Das war ein Riesending für mich. Danke. Genau, schließlich haben wir gibt es Fragen. Das heißt, muss man, welche Fragen gibt es?
Ein Bild mit deiner Hand? Ah, die Scheiße. Ja, Entschuldigung. Manchmal treffe ich es mit den Porträts nicht so. Also die Scheiße, das wären Bohnen. Philipp? Ich habe vielleicht noch eine Frage an dich, beziehungsweise vielleicht kannst du noch etwas uns auch zurückgeben, abgesehen von deiner tollen Arbeit. Und zwar vielleicht so die Frage, du, ist ja nicht dein Job, immer zuzuhören und zu sehen, wie ist dein Vortrag, was überzeugt dich, was überzeugt dich nicht. Was sind so deine Inputs, die du uns mitgeben kannst, als vortragende Menschen? Mhm. Was findest du ist gut, ist eine gute Stage Presence, was ist ein guter Vortrag, was sind gute Slides, was sind überzeugende Argumente, was ist so deine Toolbox, wo du sagen würdest, das überzeugt mich ganz speziell. Ja, gern. Also ein Ding, ich würde vielleicht drei Sachen erwähnen. Das eine wäre, und wie wäre es mit Interaktivität? So, ich glaube, also bei dieser geballten Ladung an Informationen würde es ganz anders, wäre es ganz anders verankerbar. Wenn wir mehr arbeiten und weniger Inhalt, aber mehr miteinander im Dialog sind, erarbeiten, austesten, fragen. Die Fragerunde fand ich total wesentlich, sonst wären alle mittags nach Hause gegangen. Das fand ich gut, da kam es ein bisschen rein. Das war sicher ein Ding. Und das wäre auch eine Anregung für die Referierenden. Sagen, ich speck ab. Und ich sage, schaut, hier kriegt ihr, wenn ihr einen Deep Dive machen wollt, hier kriegt ihr das Zeug. Das gibt schon alles. Es ist ja nicht so, ich glaube, hier muss man niemanden davon überzeugen, dass man was drauf hat. Wir glauben es einander, wir sind hier, weil wir was wollen, nicht weil wir was müssen. Deshalb glauben wir uns auch, so vermute ich, die Expertise. Wir müssen nicht mehr beweisen, was wir alles wissen und was wir alles können. Also weniger, weniger, weniger und sagen, da ist die Library, da ist der Content, da ist die Toolbox von mir und ich sage jetzt euch, wo mein Herz schlägt, wo es mir am wichtigsten ist und was wir damit machen können. Das hat mir ab und zu auch gefehlt. Was machen wir jetzt damit? Ja. Und bei der Präsentation ist bei dem das Dritte, einfach auch zu sagen, auch da, auch schlicht bei der Menge an Material drauf, Anzahl Slides, Anzahl, also Menge an Text, zu sagen, hey, ich gehe weg davon, ich mache es vielleicht sogar ganz ohne, ja, hin zu etwas, wo ich noch nicht weiß, was dabei rauskommt. Also ich glaube, das wäre ein Riesenkompliment ans Publikum, an die MittäterInnen, wenn ich sage, ich schmeiß mal was rein und dann schauen wir, was passiert. Ja, auch für das Gefühl von, wir machen das alle gemeinsam. Es ist nicht etwas, wo einige wissen und die anderen nicken, sondern das ist unser Ding. So, das wären vielleicht drei Punkte. Danke. Ja? Vielleicht noch eine Ergänzung, weil eben nicht alle Vortragenden sind, aber alle Zuhörende, weil du es eben auch angesprochen hast, was sind so deine Tipps zum Zuhören, zum aktiven Zuhören, zum Rausfiltern? Das können vielleicht. Ja, okay. Also da bin ich eben genau nicht der Experte, weil ich merke, ich bin das selber ganz stark am Lernen im Moment, weil ich finde, ich habe total verkrüppelte Sensoren diesbezüglich selber. Das ist historisch bedingt und das muss ich jetzt nicht ausführen, aber ich bin am Lernen, meiner Wahrnehmung zu vertrauen. Und einfach zu sagen, das, was ich spüre, das ist nicht wahr, aber es ist meine Wahrnehmung im Moment. Und wenn ich was spüre, dann ist da Energie. Und dann gebe ich draus. Also wenn mich was kitzelt, wenn mich was ärgert, wenn mich was freut, dann lasse ich das raus. Und ich glaube, dass das nie falsch ist. Ja, wir sind vielleicht irritiert, wenn der nebenan schreit, geht's noch? Aber ich glaube, es passiert ganz viel, weil die Energie ist wahr. Für mich selbst. Nicht absolut, aber für mich selbst. Und wenn wir noch mehr sagen, wir vertrauen diesen Wahrnehmungen und lassen sie raus, dann kommen wir gemeinsam so in eine, wie soll ich sagen, in eine so Geborgenheits-Verletzlichkeitsblase. So,
wir sind total spürbar mit dem, was das, was gerade im Raum ist, mit uns macht. Und ich glaube, das ist ein Riesengeschenk als, von den Zuhörenden an die Referierenden und auch aneinander, wenn wir noch stärker spürbar sind, was gerade mit uns passiert, mit dem, was wir hören. Beantwortet das die Frage? Okay. Ja? Wer hat noch was? Danke dir, danke Tiff. Ich denke, das war ein schönes Schlusswort. Merci. Und jetzt?